Herzlich willkommen zu meinem 19. Schreibzeichen. Diese Woche stand im Zeichen von Drachenmar. Auf der Leipziger Buchmesse hatte ich ja die Besprechung mit meiner Lektorin, was so die groben Dinge betrifft, die ihr im Vorlektorat aufgefallen sind. Das habe ich diese Woche umgesetzt, also den Text so weit gebracht, dass er jetzt ins Lektorat gehen kann. Da ging es halt darum, bestimmte Sachen nochmal zu betonen, zu verdeutlichen, so dass die Handlung nachvollziehbarer wird und insgesamt glatter fließt. Ich habe mir aber noch ein paar andere Dinge vorgenommen im Text. Seit einigen Jahrzehnten ist das die erste längere Erzählung, die ich aus einer Ich-Perspektive schreibe. Es gibt also eine Ich-Erzählerin. Und da habe ich mich jetzt bei der Überarbeitung entschlossen, die noch etwas prominenter in den Vordergrund zu rücken. Es wird also sehr deutlich, dass es dort eine Person aus der Geschichte ist, die erzählt, die mit ihren persönlichen und subjektiven Wertungen an die Geschehnisse herangeht und dadurch schon durch die Art, wie sie erzählt, auch die Geschichte mit prägt. Ich nehme die also nicht zurück und mache die möglichst unsichtbar, wie man es ja oft macht, wenn man personale oder auch auktoriale Erzähler verwendet, sondern habe mich jetzt ganz bewusst entschlossen, da ein sehr subjektives Erzählen nach vorne zu stellen, dass man also eine ganz subjektive Erzählhaltung hat. Und dadurch dann eben auch eine besondere Färbung in der Geschichte bekommt. Und ich hoffe, dass es dadurch eben etwas authentischer wirkt, so als würde wirklich jemand, der dabei gewesen ist, die Geschehnisse erzählen. Ich hatte das dann am Donnerstagnachmittag lektoratsfertig. Dann habe ich nochmal ein kurzes Video gedreht, das das Buch vorstellt. Das wird dann also auf Produktseiten zu dem Buch zu sehen sein oder auch auf dem Kanal des Piper Verlages. Aber vernünftig getimt zum Erscheinen des Buches. Also das dauert noch etwas. Drachenmar wird im Juli erscheinen. Den Samstag habe ich mir dann freigenommen, um eine Science-Fiction-Fanveranstaltung zu besuchen, nämlich den DortCon. Ich habe mich sehr spontan dazu entschieden, zum DortCon zu fahren, nämlich am Donnerstagabend, als ich fertig war mit meiner Drachenmar-Bearbeitung. Und deswegen hatte ich selbst dort auch keinen Auftritt, sondern war lediglich als Gast dort und konnte mir die Kollegen anschauen. Ich habe auch Fotos gemacht, ich wollte allerdings auf Blitzlicht verzichten, deswegen sind viele von denen recht unscharf geworden. Hier sieht man jedenfalls den Chris Beckett, ein britischer Autor, Ehrengast auf dem DortCon, in Deutschland noch nicht so sehr bekannt. Es ist erst ein Roman von ihm erhältlich, aber was er in dem Interview gesagt hat, war recht interessant. Er hat also ausgeführt, dass er selbst keiner Religion angehört, dass ihn aber Religionen faszinieren, weil sie eben eine Sinnstiftung vornehmen und er auch der Meinung ist, dass es eine Illusion ist, wenn man von sich selbst denkt, man würde seine Lebensweise nur auf rationalen und logischen Ableitungen begründen, weil das schlicht gar nicht möglich ist. Also man muss an irgendeinem Punkt in seinem Leben sicherlich eine unhinterfragte Annahme treffen. Ob die jetzt religiös oder anders ist, das liegt dann am jeweiligen Individuum. Aber es waren ganz interessante Ausführungen. Und ja, ich denke, das wird mich auch so weit interessieren, dass ich da früher oder später mal zugreife. Ich konnte auf dem DortCon leider sein Buch nicht erwerben, weil es schon ausverkauft war. Naja, dann gab es noch den Carsten Kruschel. Carsten Kruschel war schon zu Zeiten der DDR ein etablierter Science-Fiction-Autor. Inzwischen ist das auch im Vereinigten Deutschland.
So, er hat also sehr viele Preise gewonnen, wichtige Preise in der Science Fiction, den Kurd-Laßwitz-Preis zum Beispiel. Und zwar für seine Wilm-Trilogie. Wilm ist also der Regenplanet. Ich habe mir da jetzt den ersten Band gesichert und signieren lassen, weil ich ja signierte Bücher sammle. Das hier ist vielleicht für einige überraschend. Diese Autorin werden sicher viele Fantasy-Fans kennen. Sie hat den Sehgraf gewonnen im letzten Jahr, veröffentlicht bei Feder und Schwert und bei Heine. Das ist nämlich die Juhonisch. Und hier sieht man sie beim Gitarre spielen und singen. Sie ist nämlich eine sehr talentierte Filk-Sängerin. Und daher kenne ich sie eigentlich auch ursprünglich. Wir waren in einem Fantasy-Club gemeinsam und da hat sie öfter zur Klampfe gegriffen und das war jetzt auch auf dem Dortcon der Fall. Da hat die Juhonisch also ein verballhorntes Märchen. oder ein Märchen. in ihrem Liedtext verballhornt. Sie komponiert auch selbst und hat das also dann vorgetragen. Für mich ein sehr schöner Programmpunkt in der Abendshow. Obwohl ich ja nur zu Gast war, auf der Dortcon gibt es auch ein Foto von mir. Aber erst haben wir noch den Uwe Post. Uwe Post ist auch ein Kollege in der deutschen Science Fiction, der sich da sehr verdient macht, betreibt auch eine entsprechende Seite. Er hat jetzt gelesen aus seinem aktuellen Roman Sterne in Asche, im Atlantis Verlag erschienen. Und der Uwe Post ist auch ein vielfach preisgekrönter Autor. Auch der hat den Kurd-Laßwitz-Preis gewinnen können, ich glaube sogar mehrfach. Und er neigt dazu, dass er auch gerne mal satirische Science-Fiction verfasst. So, jetzt aber das Bild mit mir. Ich war nämlich zu Gast im Amt für Äther-Angelegenheiten. Das betreibt also federführend die Anja Bagus. Die ist hier auf der linken Seite des Bildes zu sehen, eine deutsche Steampunk-Autorin, die sich da also verdient macht und unter anderem den Roman Waldesruh veröffentlicht hat. Und nachdem ich da schon einige Zeit drum rumgeschlichen bin, habe ich jetzt zugegriffen und mir den gesichert und den natürlich auch signieren lassen. Im Amt für Äther-Angelegenheiten läuft das so, dass man dann da einen entsprechenden Amtsstempel reingehauen bekommt, bevor dann unterschrieben wird. Eine sehr witzige Geschichte. Der gut gekleidete Herr auf dem Foto mit dem Zylinder ist Stefan Holzhauer, auch ein Veteran der Fantasy- und Science-Fiction-Szene. Und der macht sich auch sehr verdient um den Steampunk in Deutschland. Und hat da also eine oder ich glaube sogar zwei Anthologien rausgegeben, auch einige Kurzgeschichten in anderem Zusammenhang veröffentlicht und betreibt auch eine Webseite, auf der man sich informieren kann über Neuigkeiten in der deutschen Fantastikszene. So, das soll es dann für dieses Mal gewesen sein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.